Im Konflikt zwischen Wirtschaftsminister Clement und Umweltminister Trittin um den Emissionshandel will nun Bundeskanzler Schröder einen Kompromiss herbeiführen. Für den späten Abend hat er beide Ressortchefs ins Kanzleramt geladen. Seit Wochen streiten Clement und Trittin über den geplanten EU-weiten Handel mit Luftverschmutzungsrechten der Industrie. Am Mittwoch soll Deutschland seinen Zuteilungsplan der EU-Kommission melden. Diese kleine Demonstration bringt die Lage auf den Punkt. Grüne vor der SPD-Zentrale. Der eine Koalitionspartner protestiert gegen den anderen. Genauer gesagt gegen Wirtschaftsminister Clement, der wortlos vorbeieilt. Zur gleichen Zeit versammelt sich der grüne Parteirat. Der Umweltminister demonstriert Gelassenheit und Zuversicht vor dem Spitzengespräch beim Kanzler. Ich gehe davon aus, dass wir zu einem vernünftigen Kompromiss kommen. Wir waren davon schon nicht so weit entfernt. Insofern denke ich, dass wir auch zu einem guten Ergebnis kommen können. Kernpunkt des Streits: Wie viel CO2 dürfen deutsche Unternehmen in den nächsten Jahren in die Luft blasen? Clement fordert 505 Millionen Tonnen jährlich. Das entspricht dem Ist-Zustand. Trittin will auf 488 Millionen Tonnen senken. Vor zwei Wochen hatte es schon eine Annäherung bei 499 gegeben. Dafür plädieren auch Clements Genossen. Also wir haben deutlich gesagt, wir wollten einen Wert unter 500. Die SPD-Fraktion insgesamt. Die eigene Fraktion kritisiert Clements harte Linie. Dafür aber Schützenhilfe von der Opposition. Dahingehend, dass keine nicht vertretbaren oder wettbewerbsverzerrenden Belastungen für die deutsche Wirtschaft durch den Emissionshandel im Vergleich zu anderen europäischen Ländern entstehen dürfen. Beim Spitzengespräch, das gegen 21 Uhr hier im Kanzleramt beginnt, könnte der Regierungschef eine Linie vorgeben, die in der Nähe des schon einmal erreichten Kompromisses liegt. Kommt keine Einigung zustande, dann wäre dies die Bruchprobe für die rot-grüne Koalition.